Duisburg. Offenes Training beim Verein Cervisia Ultima. Was wie wildes Geraufe aussieht, ist eine moderne Sportart. Jugger. Jugger ist eine Kombination aus Mannschafts- und Individualsportarten, wie zum Beispiel Fechten. Das Prinzip des Spiels ist schnell erklärt. Wir haben einen Läufer, der muss den Spielball in das Tor der Gegner bringen und die anderen Spieler versuchen halt, die Gegner daran zu hindern, indem sie mit dem Pompfen die anderen treffen und dann Zeitstrafen verteilen. Pompfen? Das sind die bunten Spielgeräte, mit denen sich die Spieler duellieren. Sie sehen zwar gefährlich aus, tun aber nicht weh, weil sie gut gepolstert sind. Wir bauen unsere Pompfen alle selber, nach den Vorgaben natürlich, wie lang jede Pompe sein darf. Das Grundmaterial ist bei Anfängern meistens Bambus. Später nimmt man meistens Glasfaserkernstäbe. Drumherum kommt dann eine Poolnudel oder Schaumstoff und sehr viel Klebeband. Stellt sich noch die Frage, woher der Name kommt. Eine Pompe heißt Pompe, weil wenn ich jemanden damit schlage, macht es Pompe. Der Umgang mit den Pompen erfordert Technik. Das Spiel, Strategie. Ich greife als erstes mit Frodo an, dann den Nico haben Schneider im Pin. Das Ganze sieht von außen erstmal relativ wild aus. So, wenn man dann einmal, zweimal da ist und man merkt, okay, na, da steht eine Struktur hinter und das ist gar nicht so ein Chaos und es ist eigentlich sehr geordnet. Du brauchst sehr viel Übersicht, du musst schnell sein, du musst Kraft haben. Also es ist halt das Gesamtpaket, es ist halt, wir sagen immer so schön, wenn Jugger einfach wäre, wäre es Fußball. Schon jetzt trainiert das Team für das nächste Turnier. Bei den Turnieren scheint es aber nicht ausschließlich um den Sport zu gehen. Du kommst dahin als absoluter Neuling und sitzt abends mit Leuten am Tisch, wo du am Tag vorher noch im Zweifel auch unfassbar hitzige Spiele gegen gehabt hattest. Du hast dich auf dem Feld angeschrien und abends sitzt du zusammen richtig gemütlich, hast coole Gespräche, die Leute sind alle super offen. Und jeder Jugger, den ich kennenlerne, auch wenn ich ihn noch nie gesehen habe, ist jetzt erstmal ein Freund. Quasi, wenn du auf ein Turnier kommst, so ein bisschen ja, wie ein Treffen mit alten Freunden. Das ist eigentlich total cool. Und es ist alles so eine, ja, so eine lockere ja, Freundschaftskreisatmosphäre. Das macht es einfach total entspannt. Zugegeben, Jugger ist schon ein ziemlich ungewöhnlicher Sport. Doch bringt er Menschen zusammen und macht aus Fremden Freunde.